Willkommen in der Sentinel Bay. Heute steht auf dem Plan der War for Cybertron Earthrise Deluxe Class Ironworks. Über die Box gehen wir ganz schnell drüber weg. Wer da genaueres wissen will, guckt mal ins Wheeljack Review. Da bin ich auf die ganzen Earthrise-Details und so weiter noch mal ein bisschen genauer eingegangen. Wir gucken, werfen nur kurz einen Blick hier auf das Artwork. Ironworks im Base Mode finde ich eine schöne Abwechslung. Normalerweise ist hier mal der Bot drauf. Jetzt haben wir hier mal die Basis, finde ich für diesen Charakter absolut passend. Auf der Rückseite dann entsprechend Bot, die einzelnen Teile, Basis hier mit dem Micromaster und so weiter. Und auch hier drin finden wir, kann man jetzt hier nur erahnen, im Hintergrund als Inlay so ein Kartenstück mit einer roten Folie zum drübergehen. Wie gesagt, findet ihr alles im Wheeljack Review. Zur Anleitung nur zwei Sätze, was ich hier ganz schön gemacht finde. Das ist ja ähnlich wie damals die Weaponizer bei Siege, wird ja quasi Ironworks in seine Einzelteile zerlegt. Und ihr werdet jeweils hier quasi die einzelnen Schritte und dann, wie das finale Teil aussieht, ist halt nochmal hervorgehoben. Und welche Teile man da braucht und welches hier gibt und so. Das finde ich ganz schön, dadurch kommt man eigentlich durch alle Varianten mit dieser Figur ziemlich gut durch. Als Zubehör bekommen wir diesen wunderschönen Blaster. Schwarzer Kunststoff, hier vorne grau bemalt und hier entsprechend mit gelb und auch die Schraube nochmal grau abgesetzt. Das sind genau diese kleinen, dieses bisschen Liebe zum Detail, was ich immer so mag. Und viel mehr brauche ich auf einer Waffe gar nicht. Die lässt sich hier noch in der Mitte splitten, ist dann später für die Transformation noch relevant. Und Ironworks hält diese Waffe in seiner normalen Hand mit 5mm Port ganz zuverlässig. Kommen wir zur Figur selber. Und wer mein Unboxing auf Patreon gesehen hat, weiß, dass der mich vom ersten Moment an der Look echt fasziniert und auch wirklich begeistert hat, weil er einfach erstmal interessant aussieht. Wir haben ganz viele verschiedene farbliche Facetten. Wir haben natürlich schwarzen Grundkunststoff und das Ganze hier auch nochmal grau und dann ganz viele unterschiedliche Farbakzente. Wir haben noch hier diesen, was ist das für ein Farbton? Dunkles Grau mit so einem leichten Brauneinschlag. Das ist aber meines Erachtens auch alles noch. Wir können mal kurz aufmachen. Ja, auch noch der Grundkunststoff, dann aber hier bemalt entsprechend mit Rot, das Autobot-Symbol. Das hier könnte auch so ein leicht silberner Farbauftrag sein. Hier auf den Beinen haben wir die roten Details. Der Kopf sieht auch wieder richtig gut aus. Ich finde, es sind zwar unterschiedliche Rottöne. Die Gesichtsplatte sieht ein bisschen dunkler aus als die Augen. Sieht super aus. Und auch der Helm hat dieses gleiche Kunststoff, glaube ich, wie hier. Es hat so ein leichtes, so ein sehr metallenes, also eine metallene Oberfläche irgendwie. Sieht gut aus und passt halt auch zu dieser Figur richtig gut. Und dann war ich ja super angetan davon, dass offensichtlich das gesamte Gelb hier komplett bemalt ist. Und da muss ich allerdings mittlerweile ein Stück weit zurückrudern. Nicht, dass es nicht bemalt wäre. Nein, 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 bemalt ist das schon. Aber es ist wirklich nicht gut bemalt, weil guckt euch mal an, wie fleckig das ist. Na, auch hier oben. Überall diese dunklen Flecken. Und ich weiß nicht, ob das Absicht ist, weil er ja so eine Kranstation ist und so weiter. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach nur nicht gut gemacht. Und auch hier alles super fleckig und so weiter. Also auf den ersten Blick sieht das toll aus, aber wenn man genau hinguckt, ist es definitiv mehr Pfui als Hui. Und das ist dann schade, weil ich mir denke, wenn er Farbe macht, dann macht sie doch bitte richtig und verschmiert sie hier nicht so. Also das ist wirklich sehr, sehr unsauber gearbeitet. Würde mich mal interessieren, ob das bei allen Ironworks so aussieht oder ob ich hier ein Montagsmodell erwischt habe. Vielleicht könnt ihr mir dazu mal was in die Kommentare hier klimpern. Das ist wirklich schade, denn wenn das hier sauber gemacht worden wäre, wäre es eine großartig bemalte Figur. Vom Design her finde ich ihn ehrlich gesagt weiterhin ziemlich fett. Ist halt schön bullig, ne? Sieht halt wirklich aus wie so eine, ja, wie so eine, was er halt ist, ne? So ein Industriemaschinending. Hat ein bisschen was von diesen Alien-Robotern, auch aufgrund des Farbschemas, aber halt, ne, schön kantig. Und hier haben wir schöne Details hier mit diesen Kreuzstreben und so. Das sieht cool aus. Gefällt mir wirklich gut. Und auch, er ist halt auch relativ clean. Er hat halt diese Platten auf dem Rücken, aber dadurch hat er halt kein großes Backpack. Sieht nicht ganz so spannend aus von hinten, das ja. Hat hier auch entsprechende Hohlräume, die wenigstens für die Artikulation dann genutzt werden können. Da kommen wir gleich noch zu. Ansonsten ist man mit Hohlräumen hier einigermaßen verschont geblieben. Dieses Design mit der Hakenhand, das ist sicherlich gehört es zum Charakter. Schön wäre es natürlich gewesen, wenn man diesen Haken noch hätte bewegen können. So kann man immerhin noch, kann man das zwar drehen, aber den Haken rausklappen, dann wäre das optisch sicherlich nochmal besser gewesen. Alles in allem, wie gesagt, vom Design her gut. Von der Bemalung zwar viel bemalt, aber schlampig gemacht. Schade. Die Beweglichkeit ist ehrlich gesagt ganz in Ordnung für eine Figur dieser Art. Wir haben den Kopf, der sitzt auf dem Kugelgelenk, geht nicht wirklich nach oben, geht dafür ein ganz gutes Stück nach unten. Die Neigung zur Seite geht so ein bisschen, kann man denke ich werten, und rundherum ist auch kein Problem. Dann haben wir die Schultern. Die sind per se, ne, die sind hier so eingesteckt, das sehen wir gleich noch, rotieren halt auf diesem Punkt 360 Grad rundherum, gehen 90 Grad nach draußen, lassen sich entsprechend auch hier so nach hinten nutzen, wenn man das will, aufgrund der Konstruktion. Das ist gut gemacht. Der Oberarm rotiert hier wunderbar. Wir haben einen Ellenbogen, doppelt sogar, volle Reichweite hier, wirklich maximale Reichweite für diesen Arm. Knirscht alles ein bisschen wegen der Farbe.
Und das Handgelenk ist entsprechend steif. Der andere Arm funktioniert per se genauso, auch wenn er vom Design anders ist, 90 Grad raus. Könnten hier jetzt nicht direkt am Oberarm, sondern direkt oberhalb des Ellenbogens rotieren. Ja, wobei doch, ist doch der Oberarm. Sitzt nur ein bisschen seltsam. Habt hier nur ein einfaches Gelenk, das heißt, hier kriegt ihr nur die 90 Grad hin. Und das Ding hier lässt sich entsprechend rotieren. Die Hüfte rotiert per se, ist allerdings... Ihr seht ja, hier ist eine Lücke dazwischen. Also es sitzt hier nicht wirklich drauf, sondern ihr habt hier hinten so einen Pin durchgehauen. Das heißt, dieses Ding rotiert. Dadurch bekommt ihr mit viel Wohlwollen 45 Grad in beide Richtungen, aber nicht mehr. Das ist nicht viel. Sollte für viele Posen reichen. Es ist jetzt auch nicht so die Figur, die man in dynamische Posen setzt. Vielleicht sogar eher einer, den man seltener im Bot, sondern eher im Stationsmodus dann benutzt. Alles andere... Split funktioniert, Spagat funktioniert nach vorne, funktioniert aufgrund der Konstruktion mit der Platte leider nicht nach hinten. Das Gelenk würde es zwar hergeben, aber diese Platte bekommt ihr halt entsprechend nicht weg. Dann haben wir den Oberschenkel, der rotiert hier, schön gemacht. Das ist dann auch wieder dieses Steckgelenk. Rotiert hier entsprechend rundherum, sieht gut aus und das Knie geht aufgrund des Hohlraums hinten mehr als 90 Grad nach hinten, gar kein Thema. Und dann haben wir noch den Fuß, der bewegt sich per se nach oben und unten überhaupt nicht. Dafür könnt ihr ihn aber maximal weit ausstellen, also für eine breite Pose oder so reicht das auch. Wie gesagt, ist okay, die Beweglichkeit. Man darf nie vergessen, dass das halt hier so eine modulare Figur ist, wo man sicherlich ein bisschen eingeschränkt ist. Und ich finde, da hat man gerade im Bereich des Oberkörpers, abgesehen von der Hüftrotation, das ist das Einzige, wo ich gern wirklich mehr gehabt hätte. Alles andere finde ich vollkommen okay. Zum Vergleich haben wir hier einmal Earthrise Wheeljack, den wir uns schon angeschaut haben, und den Deluxe Class Crosshairs aus Siege. Er ist also ja, ziemlich genau in der Mitte zwischen den beiden. In Zahlen ausgedrückt heißt das nicht ganz 14 cm und amtliche für eine Deluxe-Figur 90 Gramm. Ironworks ist wie schon erwähnt modular aufgebaut, das heißt zur Verwandlung müsst ihr ihn einmal komplett auseinanderbauen, in seine Bestandteile zerlegen und von da aus habt ihr dann mehrere Möglichkeiten. Als erstes zieht ihr erstmal die Arme hier ab. Den Kranarm präpariert ihr so, dass ihr das ganze Ding 90 Grad dreht. Und dieses Ding hier klappt ihr einfach hier am Ellenbogengelenk zusammen. Hier habt ihr so einen kleinen Haken, da ist das Gegenstück. Klippt das zusammen und habt das zweite Modul. Dann haben wir die Rückenplatte, die ziehen wir ab. Die ist nur aufgesteckt hier an diesen beiden Punkten. Wir haben den Torso, den zieht ihr nach vorne ab. Ne? Der ist hier aufgesteckt. Den Kopf dreht ihr um 180 Grad und klappt ihn 90 Grad runter. Der ist arretiert. Zack. Ne? Und dann könnt ihr ihn aus dem Weg bewegen. Dann haben wir die Beine, die zieht ihr entsprechend hier an diesen Gelenken raus, klappt die Knie hier ein. Dann habt ihr diese beiden Teile und dann bleibt nur noch das Ding und das ist eigentlich schon so fertig. Die Waffe trennt ihr auch hier in der Mitte und jetzt haben wir ganz viele kleine Einzelteile, aus denen wir was machen können. Für den klassischen Ironworks Micromaster Construction Site Basis, wie auch immer Modus, nehmt ihr die beiden Füße, legt hier die Knie so aneinander, dann seht ihr ja hier diese beiden Pots, klappt dieses Teil hier nach oben und steckt dann das Ganze hier an der Stelle zusammen. Dann haben wir den Torso, diesen hier, den nehmt ihr so, also das ist quasi das Dach, das zeigt nach oben. Dann nehmt ihr eure Waffe, den vorderen Teil der Waffe, steckt den hier an die Seite. Und dann habt ihr jetzt hier einen Port und hier einen kleinen Port. Der kleine Port ist logischerweise für die Waffe. Und dann pinnt ihr das hier entsprechend rein. Den anderen Teil der Waffe, nämlich diesen hier, den stellt ihr einfach hier unten wie so ein Standfuß quasi unter die Basis. Dann habt ihr den Kran, das ist relativ einfach, da habt ihr hier oben im Dach habt ihr diesen kleinen Pin, den könnt ihr rausziehen. Nehmt dann euren Kran, setzt den hier oben drauf. Und ganz zum Schluss habt ihr noch die beiden Rampen. Die eine Rampe steckt ihr mit den beiden Hüftteilen in diese Richtung hier dran. Das ist so ein C-Clip hier. Also rum ist es schärfer. Ne? Und da steckt ihr entsprechend einfach nur hier drauf. Das ist so das normale Montagesystem bei Earthrise. Bei diesen ganzen modularen Sachen. Hoppala. Gucken, das ist nicht so super stabil, das Ding. Und hier vorne macht ihr das entsprechend ganz genauso. Auch hier habt ihr diesen C-Clip, steckt das hier vorne dran, zack. Und dann habt ihr euren Basismodus. Den finde ich per se, also er ist super reminiszent an Micromasters und so weiter, fühlt man sich sofort wieder zu Hause. Er ist natürlich eigentlich viel zu klein. Deswegen hat Micromasters für mich auch nie so richtig funktioniert, weil es für mich halt so eine komplett eigene Welt war innerhalb des Transformers-Franchises. Und wenn ich jetzt hier den Wheeljack zum Beispiel mir dazu nehme, ne, das kriege ich in meinem Kopf, kriege ich das nicht verheiratet. Und selbst wenn ich jetzt die kleinen Micromaster, ich habe jetzt gerade keinen hier, oder habe ich gerade zufällig Topshot oder so greifbar? Nee, auf die Schnelle nicht, egal.
dann können die zwar hier so die Rampen fahren, das ist ganz nett, aber ich finde halt, die Welten sind so losgelöst voneinander. Deswegen, eigentlich wäre es ganz cool gewesen, diese Basis wirklich so in der Größe, in dieser Größe zu haben. Dann bist du aber halt schon bei Citybots irgendwo, ja. Also von daher, ich denke, es ist okay, ihr habt ein bisschen Spielfaktor, ihr könnt hier den Kran entsprechend rauf, runter bewegen, könnt ihn hier so ein bisschen drehen. Das ist ganz nett. Ihr könnt, wenn ihr habt, könnt ihr sowas hier wie Sound Barrier, ne, diese kleine, so eine Art Battlemaster quasi nehmen, könnt damit die Basis erweitern. Den könnt ihr zum Beispiel jetzt einfach hier dran stecken, als zusätzliche, als zusätzliche Rampe oder als Brücke könnt ihr dann hier das nächste Teil dran bauen. Also ich glaube, dieses Basisbauen mit diesen ganzen verschiedenen Dingen, das macht, glaube ich, richtig Spaß. Ist jetzt mit einer Basis noch nicht so super erfüllend. Könnte ich mir aber auf lange Sicht ganz cool vorstellen. Ich kriege halt die zwei Sachen nicht wirklich zusammen. Ihr habt aber noch ein paar mehr Möglichkeiten. Stimme. Ihr habt aber noch ein paar mehr Möglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel aus diesen Teilen hier, indem ihr einfach die Rampen hier an der Seite hochklappt, und dann das Ganze hier entsprechend miteinander, so rum ist, glaube ich, egal, wie man es macht, das passt sowieso alles zusammen, das Ganze miteinander verbindet, könnt ihr zum Beispiel aus den Beinen und diesen Rampenteilen, könnt ihr so eine Art Brücke bauen. Die funktioniert jetzt für mich so nicht wirklich, weil sie schlicht und ergreifend nicht gut hält. Also sie ist sehr, sehr weich. Die Idee ist wohl dabei, dass man dann hier entsprechend wieder was anbaut und so weiter. Aber man könnte halt hier auch so eine Rampe quasi machen oder wie gesagt, so eine Brücke. Ist halt als Element sicherlich nicht verkehrt, so standalone für mich nicht wirklich zu gebrauchen. Das war es aber auch nicht. Ihr könnt nämlich auch noch für den guten Wheeljack, wie damals bei den Weaponizern, auch tatsächlich so eine kleine Rüstung bauen. Ihr klappt einfach hier, nehmt euch die Füße, klappt diese Teile hier entsprechend nach außen und habt jetzt hier diesen Pin, könnt ihr benutzen und das Ganze hier unter Wheeljacks Füßen, da habt ihr nämlich auch wieder einen 5mm Port montieren. Also das geht wahrscheinlich jetzt auch mit allen anderen Earthrise-Figuren. In der Anleitung ist es mit Wheeljack und passenderweise hatte ich ja Wheeljack auch schon gemacht, ergo kann ich euch den jetzt hier auch wunderbar zeigen. Dann nehmt ihr euch hier eure beiden Rampenteile und das ist dann so gedacht, dass ihr eins dieser Dinger, die haben so eine ganz sanfte Ratsche drin, kann man wahrscheinlich gar nicht hören bei euch. Und dann könnt ihr das Ganze hier an die Schulter klemmen. Dieses Armteil hier, das klappt ihr auseinander. Ah, das ist ziemlich fest arretiert. Zack, so. Klappt das jetzt hier auf diesem doppelten Gelenk 90 Grad raus, dass das hier so ungefähr einen Winkel gibt. Das ist nicht wirklich arretiert in irgendeiner Form. Klappt jetzt hier den Stift raus, könnt das hier hinten an seinen Rücken stecken. Den Kran, wo ist er? Da. Legt ihr jetzt entsprechend hier einmal oben drauf. Ich würde den Haken vielleicht rumdrehen, dann sieht es ein bisschen stimmiger aus. Und es empfiehlt sich hier in dem Fall, den Spoiler wegzuklappen. Dann habt ihr hier einfach ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Spielraum. Dann passt das nämlich so. Und dann könnt ihr noch eure Waffe hier oben nehmen. Die klebt man hier dran. Und als letztes Teil bleibt dann noch übrig. Der Torso, ich muss gerade mal ein bisschen, er ist ein bisschen gewachsen jetzt, der gute Wheeljack. Der Torso noch übrig, den klappt ihr einfach hier der Länge nach auf. Habt jetzt hier so einen kleinen Pin und könnt ihm das jetzt hier auch noch an den Arm stecken. Und dann habt ihr so diesen, jetzt kommen die etwas schwachen Knie von Wheeljack natürlich nochmal ein bisschen stärker raus, weil er einfach beladener ist. Habt ihr jetzt hier diese Variante. Das ist ähnlich sinnvoll wie diese ganzen anderen Weaponizer-Geschichten. Es ist, glaube ich, es ist halt so ein Bastelspaß-Teil. Ne? Das macht, glaube ich, schon Laune, sich damit was auszudenken. Das ist jetzt die Variante, die in der Anleitung beschrieben ist. Überzeugt mich jetzt nicht vollends. Das Schöne ist halt, dass weiterhin hier sämtliche Bewegungspunkte und so bleiben erhalten. Er kriegt ein bisschen Aufbau und könnt ihr ihn halt ein bisschen aufmotzen für die, die es mögen. Fazit, ich würde mal sagen, das Konzept funktioniert. Per se finde ich es cool, dass diese Micromaster-Basis halt jetzt einen vernünftigen Roboter-Alternativmodus bekommt. Das hat so ein bisschen was vom Mini-City-Bot und das ist ganz cool. Und ich finde auch die Kunst, also von der Konstruktion her, finde ich es auch einigermaßen beeindruckend umgesetzt, wie man diesen recht funktionalen, auch relativ beweglichen Roboter, der vor allem vom Torso-Design her, finde ich den super, der Kopf sieht klasse aus, wie man daraus diese Basis macht und auch noch zeitgleich diesen Rüstungsmodus erhalten kann für andere Figuren und so. Also dieses modulare Konzept
Konzept finde ich weiterhin stark. Es hat natürlich, wie üblich, bringt es ein paar Einschränkungen mit sich. Einmal in der Beweglichkeit, die ist zwar per se gut, aber bei weitem nicht perfekt. Da gibt es einfach ein paar Punkte, die nicht so gut funktionieren. Dann ist es natürlich oft so, dass wenn man die Figur posiert, dass man gegebenenfalls vielleicht auch mal was abzieht, was man gar nicht abziehen möchte. Ist aber alles reparabel. Die Gelenke sind eigentlich gut. Das Einzige, was mich ein bisschen zu schlabberig ist, ist das Hüftgelenk. Da könnte man sicherlich noch ein bisschen was nachlegen. Alles andere funktioniert. Und große Frage ist jetzt, also ich glaube, die Figur macht halt einzeln nicht so richtig viel Sinn. Der große Spaßfaktor kommt, glaube ich, raus, wenn man mehrere von diesen Dingern hat. Und es sind ja auch weitere angekündigt jetzt bei Earthrise. Von daher kommt dieses kleine Basisbauen-Prinzip, kommt dann schon durch. Und ich glaube, da macht es auch richtig Laune. Was leider überhaupt keinen Spaß macht, ist die Bemalung. Da ist zwar viel von da, aber ihr seht, die ist zum einen nicht super stabil. Da habe ich nämlich gerade schon mal einen ersten Abplatzer gefunden. Und vor allem ist sie halt gerade das Gelb, ist echt schlampig aufgetragen. Also ich habe jetzt hier nicht so viele Punkte abgezogen, weil ich es per se gut finde, dass man ihn bemalt hat. Und auf die Distanz fällt es auch nicht auf. Beziehungsweise da kann man es vielleicht auch wirklich so ein bisschen als verwitterten Lack von so einer Baustation irgendwie noch durchwinken. Und die anderen Farbakzente sind halt auch schön. Aber wenn man genau hinguckt, das ist schon, das kriegt manch Hobby-Modellbauer deutlich besser hin, als Hasbro das hier gemacht hat. Alles in allem finde ich die Figur aber gut. Vielleicht ein bisschen überzogen, teuer, wie momentan eigentlich alles von Hasbro. Aber alles in allem, denke ich, kann man damit arbeiten. Soweit mein Video-Review zu Hasbros War for Cybertron Earthrise Ironworks. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal für wöchentlich neue Videos rund um Transformers und andere Sammelfiguren. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.